Es gab eine sehr nötigende Situation, weil nämlich die Afghanistan-Entscheidung mit der Frage des Verbleibs der Regierung verbunden wurde. Und da wurden alle einzelnen Abgeordneten sehr unter Druck gesetzt. Und ich habe dann öffentlich gesagt, mein Ja ist ein Nein. Ich werde mit einer Frage gezwungen, entweder meine Regierung zu stürzen. Das hätte keinen Sinn gemacht, denn die CDU wäre genauso für die Fortsetzung des Krieges und sogar für die Ausweitung gewesen. Also musste ich dafür stimmen, dass Rot-Grün bleibt, war aber gegen den Afghanistan-Einsatz und das ist auch einer der Gründe, warum ich dann hinterher aufgehört habe, Politik zu machen. Mit der militärischen Einbindung des geeinten Deutschland in das, was die Amerikaner War on Terror, den Krieg gegen den Terror nennen, ist ein zentrales Stück Identität der alten Bundesrepublik zusammengebrochen. Von deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen. Dieser Satz war fortan Geschichte. Wir haben ja als Kirche gesagt, Gott hat uns die Waffen aus der Hand geschlagen. Angesichts der verbrecherischen Verhältnisse, von denen der Zweite Weltkrieg ausgegangen ist, angesichts des Gewaltregimes der Nationalsozialisten. Wir hatten eine leidenschaftliche Debatte über die Wiederbewaffnung in Deutschland. Und jetzt sind wir in einer unübersichtlichen Weltlage, in der viele, die vorher vom Krieg ganz weiten Abstand hielten, sagen mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen, mit den Vereinten Nationen, es gibt eine Verantwortung, andere Menschen vor der Gewalt zu schützen. Responsibility to protect heißt dieses Thema. Behüten und beschützen, das sind in der Tat vornehme und urchristliche Tugenden. Ihre Umsetzung freilich wird kaum glücken, wenn man sich aus berechtigter Angst mit Stacheldraht und Panzersperren letztlich auch vor denen verschanzt, für deren Freiheit man doch kämpfen will. Wie fühlen Sie sich in dieser Situation, die Gefreiten und Feldwebel, die bei 110 Euro steuerfreiem Erschwerniszuschlag am Tag nach Kunduz befohlen wurden? Wie halten Sie die 6-7 Monate aus? Die Gefahren sind jederzeit da und was halt, wenn irgendwie was passiert ist, was halt hier sehr hilft, ist die Kameradschaft. Ohne die würde es überhaupt nicht funktionieren hier unten. Das Zusammen, das Team. Happy Birthday, Uli. Alles fast wieder heim. Zur Erbauung werden sogar rosa Rosenstöcke gepflanzt. Wie einsam, traurig sie sich dennoch fühlen, erzählen die Soldaten nur hinter vorgehaltener Hand. Offener redet eine Aussteigerin, Heike Groß. Die einstige Ärztin der Bundeswehr hat ein ergreifendes Buch über ihren Dienst in Afghanistan geschrieben. Auch über das Vergessenmüssen der Gefahren und der hinderlichen Gewissenskonflikte. Ich habe mir nie die Frage gestellt, nie in diesem Zusammenhang. Habe ich Angst davor, töten zu müssen oder mich verteidigen zu müssen oder werde ich hier getötet? Nein. Nein, ich glaube auch, so ein Gedanke lässt man gar nicht aufkommen. Das können wir gar nicht aushalten. So gleicht das Lager einer recht makabren Kulissenwelt. Wir sind nicht in Kunduz. Wir sind zurück in der unschuldigen Kindheit bei Lokomotivführer Jim Knopf und den Seinen. Wir sind in Lummerland. Die Kneipe, wo das Bier 75 Cent kostet und eine Schachtel Marlboro einen Euro, die heißt Deutsches Eck. Krieg made in Germany kann verflucht gemütlich sein. Wir vermeiden grundsätzlich auch unsere militärische Leistung über eine Anzahl von Personen, Gegnern, die man möglicherweise getötet hat, zu definieren, wie das beispielsweise auch andere hier ISAF-Partner tun. Da sind wir, glaube ich, und da sage ich jetzt mal, meine Soldaten als wir Deutsche, das bezeichne ich jetzt mal so, ich spreche jetzt nicht für die Allgemeinheit, sind da relativ vorsichtig im Umgang mit solchen Dingen. Relativ vorsichtig beim Töten? Ob das reicht, um neue Freunde zu gewinnen? Wir hätten gern auch mit anderen Soldaten gesprochen, allein alle Interviewpartner wurden uns vom Pressemajor vorgegeben. Jedes Interview war überwacht. Pressefreiheit ist nicht unbedingt eine Stärke der Bundeswehr im Krieg. Immerhin, der von seiner Kirche abgestellte und nun von der Bundeswehr bezahlte Militärseelsorger durfte, ganz wie er wollte, mit uns sprechen. Sie haben nicht das Gefühl, eigentlich
müsste ich als Christ jedem hier sagen, fahr nach Hause, leg die Waffen nieder. Nein, weil wir auch dann schuldig werden würden, wenn wir dieses Land verlassen würden und ohne Waffen hier wären. Auch dann wäre hier ja Mord und Totschlag und Terror in diesem Land und vielleicht sogar noch mehr. Und dann würden wir auch Schuld auf uns nehmen. Insofern, denke ich, sind wir hier am richtigen Platz, auch als Christen. Da ist es nur konsequent, dass die Kirche hier Gottesburg heißt, fester Bestandteil einer geschlossenen Gemeinschaft. In diesem Fort ist das fünfte Gebot, das mit dem Töten, nicht mehr als eine lästige Dienstvorschrift von vielen. Rückt das fünfte Gebot dann ein Stück weit hinten an? Nein, es rückt für mich nicht ein Stück weit hinten an. Es behält seine Bedeutung. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir eben in einer ethischen Abwägung immer wieder in Situationen sind, wo wir dann eben sagen müssen, wir verstoßen gegen das eine oder gegen das andere Gebot, um wiederum anderen Geboten zu dienen. Nein, das ist eine durch die Friedensdenkschrift der EKD nicht gedeckte Auffassung. Es geht nicht darum, sozusagen lässig mit dem fünften Gebot umzugehen. Es geht auch nicht darum, durch die Übertretung des fünften Gebots andere Gebote zu schützen. Es geht um die Frage, ob man Menschenleben schützt und ob es dafür keinen anderen Weg gibt, als mit Gewalt zu drohen und die Gewalt einzusetzen. Und wenn es darum geht, also um das, was man auch schon einen Verantwortungspazifismus genannt hat, also sich ganz und gar von der Frage bestimmen lassen, wie Menschen leben und überleben können, dann ist es klar, dass eine Abschwächung des fünften Gebots nicht der richtige Weg ist. Auf dem Truppenübungsplatz unweit von Munster wird derweil der effiziente Umgang mit den aufständischen Taliban-Kriegern geprobt. Das Wort Töten ist dabei tabu. Auf den Feind einwirken klingt besser. An Seilen gezogen, kurft ein Automobil durch die Heide. Die Bühnenbildner des Heeres haben gar an ein kleines Gotteshaus gedacht. Wir befinden uns hier am Nordrand der Ortschaft dieser Kehl. Die Bevölkerung in der Ortschaft, ja, uns nicht gerade freundlich gesonnen. Nicht freundlich gesonnen, da bleibt den Freunden und Helfern nur noch rohe Gewalt. Warum muten Sie sich das zu? Ja, warum mache ich das? Ich bin letztendlich ein Soldat, der hat seinen Auftrag und dann gehe ich dahin. Natürlich hofft man damit auch vielleicht was zu bewegen und was zu verbessern. Aber ob es das letztendlich zum Erfolg wird, das wird man irgendwann mal sehen. Über Wochen wird das Handwerk der Selbstsicherung geprobt, aber eben auch die Präzision des tödlichen Treffers. Das Ausschalten des Feindes, wie es im politisch korrekten Militärjargon heißt. Weh dem, der da die eiserne Panzerfaust im Kampffahrzeug, im Fox oder Dingo liegen lässt. Es kann nicht sein, dass du als Panzerfaustschütze und Reuke sagt, er braucht dich hier, die Panzerfaust im Auto lässt. Das ist tödlich. Der Krieg verlangt nach Automatismen. Im Rahmen der Ausbildung ist das immer Kern der Ausbildung, dass der Soldat entscheiden muss, töte ich nicht, wäge ich ab. Auch im Rahmen der Einsatzregeln abzuwägen, ist es hier zielführend, die Waffe zu gebrauchen oder ist es nicht zielführend, die Waffe einzusetzen. Die Soldaten werden trainiert, drillmäßig, sodass der Soldat irgendwann im Einsatz handlungssicher ist und weiß, was er zu tun hat, in welcher Situation. Freimütige Worte. Gedrillt, abgerichtet, notfalls auch zum finalen Schuss, werden unsere Soldaten nach Afghanistan geschickt. Gedrillte Kameraden aber sind das Gegenteil des einst zu zivileren Zeiten propagierten Staatsbürgers in Uniform, des mündigen Soldaten. Da wird das fünfte Gebot zur Farce, oder? Das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, ist eine Situation, die sehr viel diskutiert wird. Insbesondere dann, wenn Soldaten christlichen Glaubens sind und sich natürlich mit dieser Thematik intensiv auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass unsere Soldaten töten sollen. Sie töten eigentlich nur dann, wenn es wirklich nicht anders geht, wenn sie es müssen. Und ich glaube, dass dieses fünfte Gebot auch eher so gemeint ist, dass es nicht darum geht, dass man nicht töten soll, sondern man soll nicht morden. Und das ist das, was wir auf keinen Fall tun.
Der uralte Mythos vom soldatischen Helden, für den Töten ein zwar blutiges, aber notwendiges Handwerk ist, Morden aber eine verwerfliche Tat. Der treue, selbstlose Kämpfer an vorderster Front, so steht er stramm am sowjetischen Ehrenmal im Berliner Osten, nicht minder als an einer gedenkstundentauglichen Stätte im Westen. Töten ohne zu morden, ist diese feinsinnige Unterscheidung überhaupt möglich? Ein renommierter Jurist, Verfassungsrichter außer Diensten und darum ein autonomer Mann, hat seine Zweifel. Ich kenne keine einzige Strafrechtsordnung auf der Welt, die vernünftig, das heißt klar, unterscheiden könnte zwischen Tötung und Mord. Das ist ein Unterschied, der selber unklar ist. Das Einzige, was rausfällt, ist die fahrlässige Tötung, aber darum geht es sowieso nicht. Man kann sagen, ein Mord ist eine Tötung, die ist heimtückisch, die ist mit verwerflichen Motiven und sie ist mit sehr verletzenden Mitteln, aber das hilft nicht weiter. Wenn es aber streng juristisch keinen Unterschied gibt zwischen Morden und Töten, wann ist dann der äußerste aller Schritte ethisch statthaft? Gibt es Argumente für einen gerechten Krieg? Es sind ja zwei verschiedene Arten von Kriterien. Die eine Art bezieht sich auf die Frage, ob es dem Recht dient, ob es eine Rechtsverletzung gibt, deretwegen eingegriffen wird. Das ist die Vorstellung von rechtserhaltender oder gegebenenfalls auch rechtsermöglichender Gewalt. Diese Kriterien sind gegeben. Es ist ein Zustand der Rechtlosigkeit, der um der Menschen willen nicht so bleiben kann. Die andere Gruppe von Kriterien hat es mit der Frage zu tun, ob man eine Aussicht hat, den Zustand zu verändern. Und das ist genau die Ratlosigkeit. Dieses andere Kriterium hat es ja zu tun mit der Frage, wie wird sich die Sache weiterentwickeln, mit einem Urteil über die Zukunft. Und die Erfahrung mit der Vergangenheit, gerade in Afghanistan, macht jeden, der das verfolgt und beobachtet, sehr skeptisch, ja von Zeit zu Zeit auch immer verzweifelt darüber, wie die Situation sich denn verändern soll. Die Verzweiflung resultiert nicht zuletzt daraus, dass die verantwortlichen Akteure, die Minister, die Militärs, über Jahre mit gezinkten Karten spielten. Erst von einem bewaffneten Konflikt, dann von wehrhafter Demokratie oder einem Stabilisierungseinsatz sprachen. Alles Tünche, wir sind mitten im Krieg. Vorbei sind die Zeiten der traulichen, multikulturellen Begegnungen, die diese Bilder aus den Anfängen des Einsatzes suggerieren. Doch ein Krieg gleicht einem Flächenbrand, der wird größer und größer. Dem Wahlvolk zwischen Binz und Berchtesgaden ließ sich die rasante Entwicklung allerdings nur in kleinen Schritten verkaufen. Es funktioniert nur scheibchenweise. Und Soldat spielen ist erst einmal den guten Freund zeigen, den Aufbauwilligen, der nicht tötet, der auch gar keinen Grund hat, sich zu verteidigen. Die Pfadfindermentalität, man kommt ja in das Land nach Afghanistan, um Gutes zu tun. Und da kann man erst mal völlig ausblenden, dass die Leute dort vielleicht was dagegen haben könnten, dass es da Gruppen gibt, die das nicht als Pfadfinderaufgabe sehen, sondern die eine Armee wahrnehmen als das, was sie ist, als ein Instrument, Krieg zu führen. Die so lange propagierte Friedensarmee ist nun einmal ein Widerspruch in sich. Das zeigt auch dieser Totenacker. Auf dem Friedhof von Bitburg ruhen deutsche Soldaten des Zweiten Weltkriegs, unter ihnen auch Mitglieder der SS. Über den Gräbern haben sich 1985 Helmut Kohl und Ronald Reagan die Hände gereicht. Die Kriegsschuld schien 40 Jahre nach der Kapitulation von der einstigen Besatzungsmacht erlassen. Ein gewaltiger Schritt zur Normalität, aber am Ende auch zum fatalen Privileg, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und wieder in den Krieg zu ziehen, um dessen tödliche Logik gerade wir Deutschen wissen. Fast jeder vernünftige Mensch in der Republik hat gewusst, dass der Krieg eine eigene Logik hat. Und dass die Logik eben sich ausweitet. Weil es eine eigene Logik ist, setzt sie sich selber ihre Ziele. Und der Krieg und die, sagen wir mal, die kriegsähnlichen Handlungen, wie man das immer formulieren will, wird sich fortsetzen. Mich hat es nicht überrascht, aber dass ich darüber froh bin, kann ich auch nicht sagen. Zur Logik des Krieges gehört auch, dass die vollmundig gesetzten Ziele
nur selten erreicht werden. Wollten wir Afghanistan nicht, auch um unserer selbst willen, mit unseren Panzern vom Terror befreien? Die Lage vor Ort aber scheint schlimmer denn je.